Als nächstes die drei auf den Sockel. Entschuldigung. Die Exponate sind alle in der Halle. Die Erstarrung steht direkt am Eingang. Ich muss jetzt hier weitermachen. Langsam. Wenn die runterfallen, sind sie hin. Morgen, grüß euch. Morgen. 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 No. Wissen wir schon, wer das ist? Den kenne ich. Was? Wieso? Leo Markowski, der Künstler? Ach so. Ja. Maulaner. Bildhauer? Ja gut, aber daran wird er nicht gestorben sein. Nein. Die dunkle Schwellung an der Kopfhaut deutet auf eine Impressionsfraktur in der Parietalregion hin. Die wiederum löst ein akutes epidurales Hämatom aus. Ein typisches Verletzungsbild bei einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Logisch. Gibt es noch weitere Verletzungen? Beim ersten Anschein nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie schon gesagt haben, aber Todeszeitpunkt? Kann ich natürlich erst feststellen, wenn ich den Toten auf dem Tisch habe. Aber nicht weniger als 9, nicht mehr als 12 Stunden. Meine Herrschaften? Er ist in der Kiste da gewesen. Eingewickelt in so eine Skulpturengruppe mit dem Plastik da. Franz, du fällst ja irgendwie gar nicht auf. Also ich sage Ihnen, ich habe schon manches gesehen. Aber das ist wirklich eine originelle Art, der Leiche zu verstecken. Euer Künstler, ne? Können Sie ihn nicht endlich mal zudecken? Ein gewisses Maß an Pietät darf man doch wohl verlangen. Wenn wir ihn zudecken, dann können wir nicht untersuchen. Wer sind Sie? Max Norman Leubel, das ist meine Galerie, er war mein Freund. Meine Kollegin Rybarski, der Kollege Novak, darf ich vorstellen? Tag, sagen Sie, Herr Leubel, diese ganzen Sachen da, wo kommen denn die her? Zum Atelier, da sind Sie gestern Abend verpackt worden und heute Morgen hier angeliefert worden. Weil ich weiß, ist das nur der erste Teil der Ausstellung, der Rest ist noch im Atelier, richtig? Ja. Das heißt also, diese ganzen Kunstwerke hier waren gestern Abend noch dort? Ja, sag ich doch. Und der Tote ist offensichtlich dort ins Plastik eingewickelt worden. Ja, deshalb habe ich auch schon veranlasst, dass das Zeug dort nicht abtransportiert wird. Wo ist denn dieses Atelier? Kriau. Ja. Sind wir schon dort. Sind die Angehörigen schon verständigt? Nein, noch nicht. Doch, ich habe seine Frau informiert. Ich bin mit Tesi ganz eng befreundet. Ich wollte nicht, dass Frau Markowski es durch die Polizei erfährt. Sind wir hier richtig? Ja, da vorne ist es. Pass auf! Bitte sehr. Stellen Sie sich das vor, hier ist alles abgesperrt. Unmöglich. Wann? Ja? Oh. Hey. Schon wieder habe ich das Gefühl, den falschen Beruf ergriffen zu haben. Das bitte ist ein Bundesatelier. Aha. Du meinst, es gehört dem Staat? Ja. Der Akademie der Bildenden Künste. Besonders verdiente Künstler kriegen sowas. Und wie das in Österreich so üblich ist, auf Lebenszeit. Das war gar nicht abgeschlossen heute Morgen. Herr Di Marco? Lanz, wir haben telefoniert. Ja. Das ist der Herr Di Marco, der Assistent von Leo Markowski. Wann sind Sie genau hergekommen heute Morgen? Gegen 8. Ich wollte der Spedition abschließen. Er hat oft hier genächtigt und als ich heute Morgen seinen Wagen sah, da war ich überzeugt, dass er über Nacht hier geblieben ist. Das britische Kompaktauto oder das war sein Wagen? Ja. Die Arbeiten sind gestern Abend hier verpackt worden, ja? Ja. Waren Sie dabei? Ja, natürlich, die ganze Zeit. Die Palette Nummer 19. Die Täuschung? Richtig, wo hat die gestanden? In der Mitte des Raums, ungefähr. Und die anderen Kunstwerke, die da in Plastik eingewickelt sind, die haben den Raum da und den Ort nie verlassen? Ja. Ist Ihnen heute Morgen irgendwas aufgefallen? Im Vergleich zu gestern Abend? Hat sich was verändert? Nein. Ja. Draußen der Wagen, der stand an einer anderen Stelle, aber... Hier. Aha. Wer hat die Befragung durchgeführt? Die Kollegen draußen. Danke. Bist du denn wohl verdammt, Benny? Guten Morgen. Guten Morgen.
Wie sieht's aus? Haben wir irgendwelche Zeugen? Ja, eine Frau hat was gehört. Eine Tierärztin, die war so um 8:30 beim Stall und hat laute Stimmen gehört. Männer, Frauen? Ja, das haben wir nicht gefragt. Das haben Sie nicht gefragt. Ja, Max, seltener Gast. Wo brennt's? Was? Das ist bei dir? Werter Markowski? Aha. Chef? Helmut. Du sag mal, der Tote in der Galerie, das ist der Leo Markowski? Ja. Und da greift keiner von euch zum Handy bei so einer brisanten Geschichte? Mhm. Ja, nur Otto, wir sind gerade einmal am Tatort. Ne? Und von wem? Kommt es doch vollkommen wurscht. Der Besitzer der Galerie hat mich angerufen, der ist mit mir im Golfclub. Und woher bitte soll ich wissen, mit wem der Herr Chef belieben zu golfen? Erst Novak, du Köhlerkind. Manchmal könnt ihr dir wirklich an die Wand bieten. Folgendes, sobald ihr dort fertig seid, möchte ich euch im Büro haben, klar? Alles klar, zu Befehl. Eben. Sie haben heute Morgen mit einem unserer Beamten gesprochen. Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Ja? Sie haben ausgesagt, Sie hätten gestern Abend drüben bei den Ateliers etwas gehört. Ja. Das klang nach einer heftigen Auseinandersetzung. Wann genau war das? 8:30, 9:00. Ich war gerade bei ihr, um nach ihr zu sehen. Aber das Gebrüll hat mir bis hierher gehört. Haben Sie was verstehen können? Nein. Es waren mehrere Stimmen, ein paar Männer und eine Frau, denke ich. Jüngere? Ältere? Eher ältere. Und Sie haben kein Wort verstanden? Naja, ich habe Sauerei verstanden und dann so etwas wie Auspacken. Vor allem ein Mann schien völlig außer Kontrolle. Aber mehr? Na, das ist doch schon was. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an. Vielen Dank. Wiedersehen. Ist diese Alarmanlage heute in der Früh aktiviert gewesen? Nein. Kann man das irgendwie nachprüfen? Die Anlage ist mit der Hausverwaltung der Akademie verbunden. Da wird das registriert. Herr Di Marco, wann war das Beladen der Skulpturen gestern Abend abgeschlossen? So um 20 Uhr. Aha. Und danach? Ich bin nach Hause gefahren. Mit anderen Worten, Sie waren der Letzte. Nein, also beinahe. Markowski blieb hier, Tesi, seine Frau. Und Herr Leubel waren auch schon im Aufbruch. Wie jetzt? Markowski ist allein dort, ne? Ja. Ja, und die Party? Wir gingen den ganzen Tag, Freunde, an und aus und haben mit Markowski ein Glas auf den Abschluss des Zyklus getrunken. Lassen Sie mich gefälligst durch. Was soll das? Sie latschen jetzt schon zum zweiten Mal durch die Absperrung. Was wollen Sie hier? Ich wollte nur sehen, wo Leo zu Tode gekommen ist. Vielleicht kann ich bei den Ermittlungen hilfreich sein. Das ist aber eine Idee, Ernst. Außerdem wollte ich fragen, ob ich die restlichen Exponate mitnehmen darf. Nein. Das ist hier ein Tatort, der wird versiegelt, Herr Leubel. Bis wann? Bis wir fertig sind. Und das kann dauern. Der Zyklus ist ohnehin beschädigt. So kann man ihn ja doch nicht zeigen. Natürlich wird er gezeigt. Das können Sie doch nicht machen. Das kann ich, das werde ich und das muss ich. Können Sie mir wenigstens sagen, wie lange sich das hier noch hinzieht? Na, das können wir nicht. Und übrigens, unser Chef, der kann es auch nicht. Danke. Herr Leubel, kommen Sie bitte mal her. Sie waren gestern Abend hier, richtig? Ja. Bis wann? 8:30. War sonst noch jemand da? Leo und seine Frau. Wir haben eine Zeugin, die behauptet, dass es hier gestern Abend eine Auseinandersetzung gegeben hat. Um die gleiche Uhrzeit, direkt am Atelier. Hier? Ich habe nichts mitbekommen. Haben Sie was mitbekommen? Nein. Ganz sicher, Herr Di Marco? Ja. Entschuldigung. Werde ich noch gebraucht? Na, überhaupt nicht. Ja, ich bin hier im Atelier, das heißt, ich gehe gerade wieder. Wenn du ihn kennst, musst du natürlich hinfahren, keine Frage, ist doch klar. Nein, das ist nicht klug.
Ich weiß nicht, sowas wie Schwierigkeiten mit der Spedition, was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus. Yep. Oh, Max. Entschuldigung, Mutter, es lässt dich so überfallen und danke, dass du Zeit für mich hast. Ist doch klar, nimm Platz. Es ist entsetzlich. Ja, dieser Anblick heute. Ja, kann ich mir vorstellen. Du, war in letzter Zeit irgendwas? War er verändert? Ist er bedroht worden? Im Gegenteil, er war euphorisch. Er ist gerade bei einer renommierten New Yorker Galerie untergekommen. Oh, was heißt das für dich? Naja, Abschied. Mehr kannst du als österreichische Galerie für deinen Künstler nicht erreichen, als dass du ihn international etablierst. Und ihn dabei aber gleichzeitig auch verlierst. Das ist wie mit Kindern. Wenn sie groß sind, ziehen sie aus. Und diese Ausstellung jetzt? Sein Abschiedsgeschenk. Ja, komm. Trink mal einen Kaffee. Penny, schau mal her. Was denn? Diese Beschädigungen haben exakt den gleichen Durchmesser. Das sieht aus wie von einer Kugel, ca. 6 cm. Kugel? Kugel. Kugel. Ist da noch mehr davon? Mhm, da drüben. Man wird dich ohnehin fragen, also kann ich es gleich selber tun. Wo warst du gestern Nacht? Du glaubst doch nicht, dass ich... Ich habe einen Freund verloren, Otto. Das ist doch absurd. Max, du stellst dem Markowski eine neue Galerie hin und er unterschreibt zum Dank in New York. Das ist mit Verlaub für jeden Staatsanwalt ein mögliches Motiv. Und für dich? Also, wo warst du? In der Galerie. Ich habe die Ausstellung vorbereitet. War jemand bei dir? Ich war alleine. In Wahrheit bringt mich Leos Tod in größte Schwierigkeiten. Inwiefern? Die neue Galerie, ich habe mich dafür hoch verschuldet. Als ich Leo das gesagt habe, hat er den New Yorkern die Winterreise wieder weggenommen und mir gegeben. Das war ein großer Freundschaftsbeweis. Aber wenn du die Ausstellung jetzt verkaufst, bist du saniert, oder? Ja. Wo ist dann das Problem, oder darfst du sie posthum nicht zeigen? Ja, nicht ohne die Exponate. Und die hast du. Die hab nicht ich. Die sind Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen. Sobald die abgeschlossen sind, werden sie freigegeben. Alle? Soweit sie nicht beweiserheblich sind, ja. Auch die, in der man Leo gefunden hat. Komm, Max, die ist natürlich beweiserheblich. Ja, was heißt das? Dass du nach Verurteilung des Täters die Herausgabe beantragen kannst. Vorher nicht? Nein, leider. Kannst du da nicht was machen? Das habe ich jetzt nicht gehört, gell? Der Zyklus besteht aus 24 Arbeiten, zu jedem Lied von Schuberts Winterreise einer. Ohne die Täuschung ist der Zyklus unvollständig. Das kann ich auf Dauer nicht hinnehmen. Das wäre auch nicht in Leos Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Ermordung auch nicht in seinem Sinn war. Otto, bitte. Dann vermittle du mir nicht den Eindruck, dass dir die Ausstellung wichtiger ist als die Klärung des Verbrechens. Wenn das dein Eindruck ist, dann haben wir uns gehörig missverstanden. Ah ja? Haben wir das wirklich? Wirklich, dass das was mit dem Diebstahl zu tun haben kann? Keine Ahnung. Ausschließen würde ich es nicht. Das ist 5 Jahre her. Naja, war nur so ein Gedanke. Wie, habt ihr schon was? Ein Hinweis oder ein Verdacht? Nein, das ist noch zu früh. Um es mir zu sagen.
Ja. Hör zu, es gibt Ärger mit der Spedition. So wichtig kann es doch wirklich nicht sein, dass... Okay, wir müssen etwas unternehmen, und zwar sofort. Ich melde mich später, ja? Frau Markowski? Ja. Lebarski, wir haben telefoniert. Das ist mein Kollege Novak. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tut uns leid, was mit Ihrem Mann passiert ist. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich kann Ihnen weiterhelfen. Waren Sie gestern im Atelier? Ja. Bis wann? Bis die Ausstellung fertig angepackt war. Wir haben dann noch ein Glas getrunken und dann bin ich nach Haus. Und Leo blieb im Atelier. Wann war das circa? So gegen 9. Haben Sie ihn danach noch gesprochen? Mm-mm. Und Sie selbst, sind Sie allein gewesen? Ich nehme an, Sie wollen fragen, ob ich ein Alibi habe. Nein, habe ich nicht. Ich wünschte nur, ich bräuchte es nicht. So. Bringt mir das ins Labor, bitte. So, und von denen möchtest du Fotos haben? Ja. Okay. Frau Markowski, ich habe eine Zeugin, die sagt, sie hätte gestern zwischen 8:30 und 9 am Atelier einen heftigen Streit gehört. Ein Streit, ich bitte Sie. Das war ein kleiner Krach. Es ging um die Spedition. Wissen Sie, was seltsam ist? Uns haben die Herren nichts von irgendeinem Streit erzählt. Weil es vollkommen unwichtig ist. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Die Zeugin hat von mehreren Stimmen gesprochen. Männliche, aber auch eine weibliche. Tja, ich bin dann dazwischen gegangen. Schließlich hatten wir was zu feiern. Streiten die beiden öfters miteinander? Nein, nicht viel mehr als andere auch. Sie haben halt unterschiedliche Aufgaben. Wie war Ihre Ehe, Frau Markowski? Gut. Sehr gut. Bis zum letzten Tag. Meine Herren, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Vielleicht ein andermal. Natürlich. Bitte schön. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Ihnen Ratschläge zu geben, aber... Suchen Sie Leos Mörder nicht bei jenen, die seine Kunst lieben. Die verheimlicht uns was. Nicht nur sie. Und die Nummer mit der Spedition ist eine Geschichte. Ja, Frau Doktor. Das ist ja mörderoptimal. Danke, wir fliegen. Obduktion ist fertig. Das erkenne ich an deinem verliebten Ton. Also, das Opfer hat nur einen einzigen Schlag erhalten, und zwar im Bereich des linken Schläfenlappens. Dieser Schlag hat eine geschlossene Schädelfraktur und einen Riss der inneren Meningealarterie zufolge, was wiederum eine massive Einblutung zwischen der Dura Mater und dem Perios, also der Knochenhaut des Schädelknochens, ausgelöst hat. Klingt echt übel. Ist er sofort tot gewesen? Nein, aber bei dieser Form der Einblutung wenige Augenblicke später. Also in jedem Fall führte der Schlag zu einer sofortigen, tiefen Bewusstlosigkeit. Blutalkohol? Ja, hoch. 1,7. Ach übrigens, mit meiner Vermutung wegen dem Todeszeitpunkt, da lag ich nämlich vollkommen richtig. Und wann war das? Ja, das habe ich Ihnen heute Morgen doch gesagt. Ei. Zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens. Exakt. Danke. Können Sie irgendwas über die Tatwaffe sagen? Nichts Präzises. Stumpfer, runder Gegenstand, ca. 6 cm Durchmesser. Keine Materialrückstände im Verletzungsbereich, also falls der Herr Novak da ein paar Pinselhaare erwartet hat. Was auch immer es war, es ist am Tatort auch gegen die Skulpturen verwendet worden. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr in meinem Aufgabenbereich. So sehe ich das auch. Also, wie die Kollegin schon erwähnt hat, ein stumpfer, runder Gegenstand, 6 cm im Durchmesser. Also wir beide sind der Ansicht, dass es ein Kampf stattgefunden hat. Mhm. Schauen wir mal zu mir rauf. Hm? Faktum ist, 3 Stunden vor dem Mord hat es einen Streit gegeben. Und alle haben kein Alibi.
Genau. Haben Sie ein Motiv? Na, der Leubel schon. Ich meine, der kauft dem Markowski eine Galerie und der verschwindet dann nach New York. Das kann man persönlich nicht mehr nach. Aber er hat ihm die Ausstellung gegeben. Und damit ist er saniert. Wie viel kostet eigentlich so eine Arbeit von Markowski? 300.000 aufwärts? Bis gestern. Da bräuchte sicher mehr. Naja, zumal die an die Frühwerke von Leonardo da Vinci erinnern, ne? Wie der noch. Findet sie jetzt nicht, oder was? Gut, habt ihr außer deinen profunden Positionen zur Kunst noch irgendwas beizutragen? Beispielsweise zu der Frage, warum der Täter sein Opfer nicht einfach erschlägt, sondern dann auch noch in eine Skulptur steckt? Was lernen wir daraus? Der Markowski war in die Skulptur Nummer 19, die Täuschung, eingewickelt. Ich meine, das ist doch kein Zufall. Wieso geht er eigentlich alle davon aus, dass der Täter eine Beziehung zu Markowskis Kunst hatte? Vielleicht wollte er ihn möglichst gut verstecken. Aber warum schlägt er dann auf die anderen Skulpturen ein? Wenn er keine Beziehung hat. Und die Theorie, dass es draußen eine Schlägerei gegeben hat, die hat sich auch erledigt. Und warum ist das Auto in der Wiesen stecken geblieben, kann man das mal sagen? Klärt es draußen, aber klärt es bald. Ah ja, und nehmt das vielleicht als kleine Anregung mit. Was soll denn das sein? Vor 5 Jahren wurden aus Markowskis Atelier mehrere Arbeiten gestohlen. Ermittlungen haben nichts ergeben, die Sachen sind nie wieder aufgetaucht. Und das ist der Akt von damals. Steht in diesen vielen Akten noch irgendwas drin, was brauchbar ist? Vielleicht zum Beispiel ein Verdacht? Dass es möglicherweise ein Insiderjob war. Der Markowski selber? Weniger. Der Leubel? Vielleicht. Soll ich das jetzt richtig verstanden? Der Leubel bestiehlt seinen eigenen Künstler? Ja. Ich meine, das ist doch absurd. Ja. Schon, oder? Okay, danke schön. Ja. Ah, Herr Rybarski? Frau Dr. Seitz, hallo. Guten Tag. Mir ist doch noch etwas eingefallen, was vielleicht von Interesse für Sie ist. Kommen Sie, bitte. Das sind meine Kollegen Lanz und Nora. Grüß Gott. Guten Tag. Tag. Ich war gestern sehr spät im Stall. Meinem Pferd ging es sehr schlecht, Rose, und ich habe sie noch einmal spazieren geführt. Ich war dann in Richtung Ateliers unterwegs und da ist mein Wagen entgegengekommen, den ich schon sehr oft am Gelände gesehen habe. Ein altes französisches Auto. Eine dunkle DS? Ja, so heißen die wohl. Wann genau war das? Gegen Mitternacht. Ich habe dem zuerst keine Bedeutung beigemessen, aber ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht wichtig, dass ich Ihnen das sage. Ja, vielen Dank, gut gemacht. Können Sie kurz kommen, ich möchte euch was zeigen. Augenblick, Franz, Moment. Ich habe ohnehin nichts mehr. Na gut, kommen Sie. Was fehlt Ihrem Pferd? Oh, das ist vor einiger Zeit sehr schwer verletzt worden und seitdem hat sie sich nie wieder erholt. Das tut mir leid. Dankeschön. Wiedersehen. Also die Skulpturen, mit denen die Leiche eingepackt war, waren voller Fingerabdrücke. Und zwar von einer und derselben Person. Aber nicht vom Künstler, wie man annehmen sollte. Sondern? Irgendjemand anderer, der nicht in der Datei ist. Momentl. Meine Fingerabdrücke werden Sie überall finden, ist doch klar. Was ist doch klar? Die physische Herstellung von Markowskis Objekten oblag ausschließlich mir, seit Jahren. Was, der greift seine Arbeiten nicht einmal selber an? Selten. Manche Künstler haben Dutzende Angestellte. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich... Das ist doch völlig... Na, schauen Sie mal. Er hat den Ruhm, er hat die Millionen, er hat den Bentley. Was haben Sie? Eine uralte schwarze Schüssel. Sagen ausgerechnet Sie. Ich kenne meine Grenzen. Wenn ich drauf hätte, wäre ich nicht Assistent. Ja, ist ja schon gut. Wann haben Sie das Atelier gestern Abend verlassen? So nach 8. Nach 8? Ja. Warum hat man dann Ihren Wagen um Mitternacht am Atelier gesehen, Herr Di Marco? Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es nicht waren. Ich? Ja. Ich war bei Markowski, ich wollte mich entschuldigen. Wofür? Dass ich abends die Fassung verloren hatte. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Konkret? Ich habe Leubel niedergemacht, weil mit der Spedition nichts geklappt hat und... Ich bin dabei völlig ausgerastet. Und deshalb waren Sie um Mitternacht bei Markowski? Ja.
Er hatte jeden Grund zu feiern und ich habe ihm das verdorben. Sie müssen also von 8 Uhr bis Mitternacht warten, bis Sie auf die Idee kommen, zu Markowski zu fahren, um sich zu entschuldigen. Ich habe ein Dutzend Mal bei ihm angerufen, er ging nicht ran, da bin ich hingefahren. Sehen Sie, das wird die Kollegin Lanz überprüfen. Was war dann? Wir haben ein Glas Wein miteinander getrunken und alles war okay. Er hat es mir nicht übel genommen. Beim Abschied hat er mich noch umarmt. Och, das ist aber rührend. So, bitte. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Ist doch klar. Aber ich war es nicht. Wenn Markowski nach New York geht, was bedeutet das für Sie? Nichts. Ich übernehme die Leitung einer bedeutenden Privatsammlung. Die Winterreise war mein Abschied von ihm. Tja, Herr Di Marco. So kann man das sagen. Nehmen wir ihn fest? Ich würde sagen, ja. Seine Fingerabdrücke sind auf den Skulpturen. Er war zum Tatzeitpunkt am Tatort. Und die Spedition ist eine Geschichte, das wissen wir eh. Was ist mit den Rufdaten, Penning? Hab ich. Markowski hatte ja kein Handy, aber ich habe die Rufdaten vom Festnetzanschluss in seinem Atelier. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Die Marco hat gezählte 11 Male zwischen 9 und 11 Uhr dort angerufen. Aber nicht nur er hat dort angerufen, sondern auch der Leubel und seine Frau. Und zwar mehrmals. Also genauer gesagt, sie haben es versucht. Der Markowski ist nämlich nie drangegangen. Aber gelebt hat er zu dem Zeitpunkt nur. Hey, der Di Marco war zum Tatzeitpunkt am Tatort. Und uns hat er nichts davon erzählt. Na schön. Wir behalten ihn hier. Was, ich mach schon. Danke. Das gibt's ja nicht. Die Skulpturen, die habe ich im Keller gesehen, im Keller von Markowskis Atelier. Ich denke, die sind geklaut. Waren die da unten versteckt? Schaut so aus. Ich meine, da unten lag meterdickter Staub. Aber in dem Staub waren frische Fußspuren. Und da lag ein zerbrochenes Weinglas mit Fingerabdrücken von Markowski drauf. Also ist er da unten gewesen und kurz darauf war er tot. Hast du noch andere Fußspuren gefunden? Na, nix. Wieso sind diese Skulpturen in dem Keller gewesen? War das jetzt ein Versicherungsbetrug oder was? Nein, die Arbeiten waren nicht versichert. Es war ja auch nicht nötig. Wie? Wieso? Waren Sie mal im Keller unterhalb des Ateliers, Herr Di Marco? Nein, nie. Warum? Der Markowski? Weiß ich nicht. Aber wir wissen's. Und wir wissen auch, was er da gesehen hat, kurz bevor er starb. Und Sie wissen's auch. Was? Wovon reden Sie? Das werden Sie gleich merken. Lokalaugenschein nennen wir sowas. Ist absurd. Ich weigere mich, damit zu machen. Es ist lieb. Geh mal. Sogar diese Uhrzeit wie gestern. Dann ist diesmal jemand anderer unterwegs. Komm, Di Marco.
Übertreiben Sie nicht ein bisschen? Na, das tun wir nicht. Komiker. Es war eine PR-Aktion und voller Erfolg. Alle haben darüber berichtet. Die Preise seiner Arbeiten haben sich danach verdreifacht. Binnen kürzester Zeit. Es war ganz einfach. Wir haben den Anruf vorgetäuscht und alle Arbeiten in einem Lager versteckt. Nachdem Gras über die Sache gewachsen war, haben wir sie in den Keller des Ateliers verfrachtet. Dort hätte sie niemand vermutet. Leo ist dann nie runtergegangen. Außer gestern. Mhm. Und er wusste auch gleich, dass nur die beide dahinter stecken konnten. Er hat überhaupt nicht verstanden, dass wir es nur für ihn gemacht haben. Wir hatten längst vereinbart, die Arbeiten wieder auftauchen zu lassen, während er in Amerika ist. Das hat ihm aber große Freude bereitet. Er hat sie beide in die Wüste geschickt, hm? Ihnen hat er die Ausstellung weggenommen, dann waren sie pleite. Und Sie können den Job bei der Privatsammlung auch vergessen. So überhaupt jeden Job in der Kunstszene. Weil in der sind Sie ein für alle Mal durch. Alle, beide. Nochmal, wir waren's nicht. Wieso sagt er jedes Mal wieder? Uns reicht einer. Waren Sie's? Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Übers Golfen? Das werden Sie jetzt längere Zeit nicht tun. Wusste Frau Markowski davon? Nein. Was reden Sie denn da? Das war doch Ihre Idee. Leo war völlig weltfremd. Er hat wirklich gedacht, es reicht einfach, gute Kunst zu machen. Da bin ich auf die Idee mit dem Diebstahl gekommen. Hat ja auch geklappt. Nur hätte er nie davon erfahren dürfen. Das hätte er niemals verstanden. Das hat er ja nicht. Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Er hat mich angesehen, als wäre ich eine Fremde. Und dann? Hat er mich rausgeworfen. Nach allem, was Sie für ihn getan haben. Ich habe ihn geliebt. Nicht getötet. Wer dann? Ohne Geständnis wird's schwer. Ja, aber das sind keine Steher. Keiner von denen. Die lassen wir dunsten und morgen nehmt euch alle drei einzeln vor. Ja? Haben Sie da noch was? Ja. Der Markowski hatte vor kurzem ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung, ist aber freigesprochen worden. Und da gibt's eine Verbindung? Weiß ich noch nicht. Kriegt den Akt erst morgen. Morgen ist eine Riesenidee. Ich bin dahin. Pfiat euch. Nacht. Morgen, Franz. Was gibt's? Morgen. Morgen. Da die Folie, in der die Leiche und die Skulpturen eingepackt waren, war mit einem Klebeband umwickelt. Und hier an der Klebestelle hat sich ein Haar verfangen, als der Täter versucht hat, das Ganze wieder einzupacken. Ein dunkles, langes Haar. Frau Markowski? Nein, das ist ein Pferdehaar. Das Pferd ist der Mörder. Die Körperverletzung, wegen der Markowski angeklagt war. Wisst ihr, wer da verletzt war? Flying Rose. Das Pferd von Frau Dr. Seitz. Gehen wir. Mom. Es geht zu Ende mit ihr.
war vor 2 Jahren. Da habe ich mit ihr trainiert. Und Markowski, der immer wie an ihrer herumfährt, hat uns geschnitten. Und da ist sie mir durchgegangen. Sie hat sich am Gelenk verletzt. Und daraus wurde eine Arthrose, der sie jetzt zugrunde geht. Danke. Was ist mit ihm passiert? Ich habe mir die Lendenwirbelsäule gebrochen, Becken und Hüfte. Markowski hat behauptet, er hätte uns nicht bemerkt. Das ist eine ganz gemeine Lüge. Aber das Gericht hat ihn freigesprochen. Stand ja Aussage gegen Aussage. Konnte ja nichts beweisen. Sein Verteidiger hat behauptet, mir wäre das Gespann durchgegangen. Frau Seitz, das ist der Stock, mit dem Sie ihn erschlagen haben, richtig? Sagen Sie mir, was war? Ich wollte eigentlich gestern Abend Sie schon einschläfern, aber ich habe Sie irgendwie nicht übers Herz gebracht. In der Nacht bin ich noch eine Runde mit ihr gegangen, das hat sie so gern gemocht. Und als ich an Markowskis Atelier vorbeigegangen bin, ist er plötzlich rausgekommen, ist in sein Auto gesprungen und ich habe mich ohne viel nachzudenken vor den Wagen gestellt. Er hätte uns beinahe umgefahren. Und dann hat er den Wagen verrissen und ist in der Wiese gelandet. Dabei wollte ich ihn nur zur Rede stellen. Ich habe nicht viel nachgedacht und er ist einfach reingegangen und hat mich stehen lassen. Und dann bin ich ihm nach. Warum? Ich wollte, dass er sich einfach einmal entschuldigt für das, was er mir angetan hat. Ich wollte, dass er sich verdammt nochmal entschuldigt. Und er ist da gesessen und hat vor sich hingestarrt. Und dann hat er doch was gesagt. Wissen Sie, was er gesagt hat? Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. Das hat er mir gesagt, es gibt keine Entschuldigung. Seinetwegen hat ich Kinder bekommen. Und er hat gesagt, es gibt keine Entschuldigung. Und dann bin ich durchgedreht. Ich habe einfach auf seine Arbeiten eingeschlagen und dann ist er dazwischen gekommen. Ich wollte es nicht. Und mit welcher Absicht haben Sie ihn denn in die Kisten mit den Skulpturen getan? Als ich gesehen habe, was passiert ist, dann wollte ich, dass er einfach verschwindet, dass man ihn nicht gleich findet. Und es war ja bekannt, dass er in New York ausstellen wird. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sie haben gedacht, die Kisten gehen nach New York. Ja. Keine Entschuldigung, das galt gar nicht ihr. Sondern seiner Frau. Und den beiden anderen auch, dem die Marco und dem Leubel. Das konnte sie aber nicht wissen. Das ist keine Entschuldigung. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Aber in einem hast du recht gehabt, bei dem Fall ging es definitiv nicht um Kunst. Oh ja. Um die Kunst